Grüße aus dem Garten. Normalerweise müsste ich jetzt aufgrund einer Grippe zu Hause im Bett liegen, aber wir haben gestern zwei Fotos erhalten. Naja, hier gingen ein paar Stürme übers Erzgebirge rüber. Bis dato ist nie was passiert. Erstmal ist mir aufgefallen, die Schubkarre, die stand eigentlich auf der anderen Seite. Dann unser Laub, was wir zusammengetragen haben fürs Hochbeet, liegt halt auch nicht mehr an Ort und Stelle. Aber was noch viel, viel schlimmer ist, wir haben ja letztes Jahr erst unser Gewächshaus Nummer 2 zusammengebaut. Kostet ja auch alles kein Geld, ihr wisst es. Ich zeige euch mal, was passiert ist. Nur eine ganz kurze Folge heute. Ich drehe euch mal, ein bisschen unsanft drehe ich euch. Da liegt es. Hat es komplett aus den Angeln gehoben. Komplett. Ja, also wie man sehen kann, hat es die komplette Verankerung rausgehauen. Und ich kann euch sagen, ich habe da wirklich Erdhaken reingezimmert ohne Ende. Ihr seht, nicht mehr viel. Es hat es komplett zerlegt. Komplett. Jetzt nehme ich euch nochmal mit. Achtung, es wackelt ein bisschen. Ups, ich habe jetzt keine Lust, nochmal auszumachen und anzumachen. Ja, wackelt halt ein bisschen. Ihr dürft es mir verzeihen. So. Hoppala. So, hier. Ich stelle euch nochmal ein bisschen schief. Zack. Ja, da ist nicht mehr viel. Ja, ich muss jetzt mal die Trümmer alle aufsammeln. Mal ein bisschen sichern. Wegräumen kann ich es alleine natürlich nicht, aber damit halt nicht noch mehr rumfliegt. Ja, toll. Na gut, in diesem Sinne, was willst du machen? Bleibt sauber, bleibt gesund, euer Carsten. Ach, im Übrigen, ich habe natürlich direkt ein neues Gewächshaus bestellt. Ne? Also, haut rein. Tschüss.